Aus den USA gibt es die Erkenntnis, dass Geimpfte mit der Delta-Variante genauso ansteckend sein können wie Ungeimpfte. Dazu gibt es eine Studie. Die CDC-Direktorin hat auch schon gesagt, diese Übertragungen sind möglich. Und man sollte nun erwarten, so zumindest meine Ansicht als Laie, dass die Bundesregierung hier dringend etwas unternimmt, sich kundig macht und wenn Gefahr im Verzug ist, und das deuten diese Daten aus den USA ja an, dann müsste man ja diese Strategie überdenken, dass man hier bei uns Geimpften Sonderrechte, Bevorzugungen gibt. Das wollte ich heute von Ulrike Demmer, meiner ehemaligen Fokus-Kollegin, wissen, was die Bundesregierung hier macht. Schauen Sie sich den Wortwechsel an. Eine Frage an Frau Schemmer und an Frau Naubler. Und zwar meldet die New York Times, zitiere wörtlich, dass Geimpfte bei Delta genauso ansteckend sind wie nicht Geimpfte, wie Sie bestätigt haben. Und ich wollte Sie fragen, wenn das tatsächlich so ist, hinterfragen Sie jetzt dann die Regelungen mit den besonderen Rechten für Geimpfte? Müsste man das nicht so lange aussetzen, bis hier Klarheit besteht, um hier jede Gefährdung für die Bevölkerung auszuschließen, wenn wir solche alarmierenden Daten aus den USA dazu haben? Ja, also ich glaube, das haben wir hier schon oft gehabt. Wir kommentieren keine Medienberichte und auch keine einzelnen Studien. Insofern kann ich Ihnen dazu jetzt keine Auskunft geben. Frau Naubler, das finde ich jetzt aber sehr wenig. Es geht um die Gesundheit der Bevölkerung. Das sind Erkenntnisse der CDC. Die sind auch offiziell und sagen, Sie können keine Auskunft geben. Sie müssen doch sagen, was unternehmen Sie da, um jetzt die Bevölkerung zu schützen, solange das klar ist. Und wenn das stimmt bei der CDC, ist ja die Gefährdung groß, wenn wirklich Geimpfte das übertragen, wenn die diese Sonderrechte haben. Kann die Regierung doch nicht einfach sagen, wir kommentieren keine Medienberichte. Herr Reitschuster, vielen Dank für die Frage. Also selbstverständlich, und da sind Frau Naubler und ich uns völlig einig, nehmen wir wissenschaftliche Erkenntnisse hier schon in der für den gesamten Verlauf der Pandemie immer ernst, gucken uns auch vieles an. Wir nehmen hier aber ganz grundsätzlich zu einzelnen Studien keine Stellung. Aber selbstverständlich haben wir immer die aktuelle Lage der Forschung im Blick. So, dann Herr Reitschuster. Ja, Frau Demmer und Frau Naubler, ich möchte doch noch mal nachhaken. Diese Antwort war mir nicht ausreichend. Diese Nachrichten aus den USA von der CDC, die wären extrem beunruhigend. Das hätte extreme Auswirkungen, eine Gefährdung. Bitte sagen Sie noch mal, haben Sie sich in Verbindung gesetzt mit der US-Behörde CDC? Was haben Sie konkret übernommen, um hier eine Gefährdung der Bevölkerung zu vermeiden? Also ich möchte hier noch mal ausdrücklich sagen, dass das ganze Bestreben der Bundesregierung seit wir in dieser Pandemie stecken, ist Gefährdung, Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung zu vermeiden. Aus diesem Grund verfolgen wir den Stand der Wissenschaft auch immer sehr genau. Wir geben aber hier in diesem Rahmen ganz grundsätzlich, nehmen wir keine Stellung zu einzelnen Studien. Nochmal die Nachfrage ganz konkret, was haben Sie Kenntnis von diesen Erkenntnissen der CDC, die Studie sind Erkenntnisse der CDC, und was konkret haben Sie unternommen, um hier eine Gefährdung auszuschließen? Danke. Herr Reitschuster, ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich zu diesem Themenkomplex sagen kann, gesagt. Ja, das hat mich sehr überrascht, weil also es fällt mir wirklich schwer, das zu verstehen. Das ist ja alles Gesundheitsschutz, wie uns die Regierung sagt. Es geht nur darum, um die Menschen hier zu schützen. Und dann kommen solche Daten aus den USA. Da müsste man ja zumindest sagen, Moment, wir legen das jetzt mal auf Eis, bis das alles sicher ist. Man hätte sich zumindest mal mit der CDC sofort in Verbindung setzen müssen. Was habt ihr da für Erkenntnisse? Müsste eigentlich Chefsache sein, weil die gesamte Impfstrategie der Regierung damit ja auf dem Prüfstand ist, eigentlich hinfällig wäre, wenn sich das bestätigt. Und was ist geschehen? Nichts. Also das ist wirklich sehr überraschend in meinen Augen. Dann ging es wieder um die Reiserückkehrer und die alte Rollenverteilung in der Bundespressekonferenz bei den Kollegen. Den Eindruck, den kann es nicht streng genug sein. Da ist immer die Frage, kann man noch mehr die Bevölkerung hier irgendwie an die Kandare nehmen? Warum kann man das nicht noch machen? Das ist mein Eindruck immer. Also hier Kritik dahingehend nicht streng genug, nicht strikt genug. Und ich habe die gegenteilige Auffassung vertreten. Ich finde es sehr wichtig, dass beide Auffassungen vorhanden sind. Aber schade, dass die eine so massiv vorhanden ist und die andere meistens alles andere als massiv. Schauen Sie es an.
Die Welt hat einen Artikel veröffentlicht unter der Überschrift Der Mythos von den gefährlichen Urlaubsrückkehrern. Sie zitiert dort den Lister, der sich auf zwei Dokumente des RKI beruft. Sie widerlegt das, will das nicht länger ausführen, das würde zu weit führen. Hat das Ministerium noch andere Erkenntnisse als diese, die da aufgeführt wurden? Und wenn nicht, wie widerlegen Sie das, was in der Welt steht? Also, auch hier gilt, dass ich Medienberichte nicht kommentiere. Aber ja, es gab ein Interview des Ministers mit der Bild am Sonntag, glaube ich, vor einiger Zeit, wo er darauf hingewiesen hat, dass im vergangenen Jahr bis zu 50% der Infektionen durch Reiserückkehrer eingetragen worden sind. Das kann man auch in den Lageberichten des RKI aus der Zeit ganz transparent nachlesen. Bei dieser Ausweitung der Nachweispflicht, ich denke, das ist ja ganz klar, so hat es der Minister auch eingeordnet, geht es darum, das zusätzliche Eintragen von Infektionen nach Deutschland zu vermeiden. Zur wissenschaftlichen Begründung gibt es auch ein Dokument, wo wir sozusagen alles nochmal zusammengestellt haben. Das finden Sie ganz transparent auf unserer Internetseite. Wir haben natürlich im Vergleich zum letzten Sommer schon nochmal die Herausforderung, dass wir jetzt mit der Delta-Variante eine sehr ansteckende Variante haben, die in vielen Ländern und ja auch in Deutschland dominant ist. Also bestreiten Sie das, was in der Welt steht, dass die Zahlen vom letzten Jahr das nicht hergeben, wenn Sie sagen, im letzten Jahr nicht beigetragen, laut den Unterlagen vom Robert-Koch-Institut? Ich kommentiere diesen Bericht nicht. Ja, auch da muss ich wieder sagen, ist für mich keine erschöpfende Auskunft. Ich wollte dann noch wissen, weil man hat mir ein paar Mal diese Zahlen der Kranken und Toten nach der Impfung nicht genannt. Dann hat man mich verwiesen immer aufs RKI. Da habe ich nachgeschaut, da ist die Zahl der Toten auch wieder nicht. Das RKI hat sie mir auch nicht genannt, hat darauf verwiesen, dass das in seinem Wochenbericht ist. Da ist die Zahl der Toten aber nicht. Da habe ich heute wieder gefragt. Dann verweist man mich wieder auf das RKI. Also es ist phänomenal. Phänomenal, aber offenbar kommt die Regierung durch damit und den Menschen offenbar egal oder sehr vielen, und dann macht die Regierung so etwas eben. Ja, dann ging es noch um die Demo am Wochenende. So wie Frau Dämmer das darstellte, waren das Rechtsextreme. So wurde das wieder gefremd, geschickt in einem Nebensatz, und da habe ich dann eingehackt. Frau Dämmer, Sie haben in Ihrer Einführung die Ereignisse am Samstag und am Sonntag in den Zusammenhang mit Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus gestellt. Ich war auf der ganzen Demo, ich habe keine Anzeichen gesehen. Waren Sie dort, haben Sie was anderes gesehen, haben Sie konkrete Erkenntnisse? Wie kommen Sie zu diesem Schluss, dass da ein rechtsextremer Hintergrund da war am Sonntag? Danke. Wenn ich meine Worte richtig in Erinnerung habe, waren die ganz grundsätzlicher Natur in diesem Zusammenhang, und nähere Erkenntnisse hat, wenn dann, das Innenministerium. Sie ergänzen? Also das ist ja zunächst einmal eine Einschätzung der Versammlungsbehörde, das Anmeldegeschehen sehen. Da wird eine Demonstration angemeldet, dann gibt es gewisse behördliche Erfahrungswerte. Viele Akteure sind ja auch bekannt. Und da ist einfach festzustellen, in den vergangenen Monaten der Pandemie, dass in den Querdenker-Demos, ich kann es nur noch mal deutlich machen, nicht pauschal alle, aber durchaus einige rechtsextreme Akteure eine Rolle spielen. Wir haben auch im Verfassungsschutzverbund immer diese Erfahrung gemacht, dass Rechtsextreme versuchen, diese Veranstaltungen für sich zu vereinnahmen. Das ist ihnen bisher glücklicherweise nicht vollständig gelungen, aber es gibt diese Versuche. Und deswegen ist es auch absolut zutreffend, wenn man im Rahmen solcher Proteste darauf hinweist, dass diejenigen, die dort mitlaufen, es auch mit Rechtsextremen zu tun haben. Das sollte sich jeder selbst überlegen, ob er das will. Also Frau Dämmer, verstehe ich Ihre Antwort richtig dahingehend, Sie haben keine konkreten Ergebnisse, aber Sie sagen das allgemein, und so haben Sie das heute in Ihrem Statement in einem Zusammenhang mit Rechtsradikalismus. Ich habe hier gesagt, dass gewalttätige Auseinandersetzungen im Rahmen einer Demonstration und der Missbrauch des Demonstrationsrechts nicht akzeptabel sind, dass für Gewalt und Provokation kein Platz ist, ebenso wenig wie für rechtsextremistisches Gedankengut, für Verschwörungen, Mythen, egal von welcher Seite sie kommen. Genau, wie ich es eben gesagt habe, so habe ich es jetzt noch erholt und verweise nochmal auf die Ausführungen von Herrn Alter, der seine Erkenntnisse ja für die gesamte Bundesregierung jetzt mit Ihnen geteilt hat. Dann bin ich bei Herrn Clement.
Ja, keine konkreten Erkenntnisse, aber man fremd das geschickt. Und so wird der Hass in die Gesellschaft getragen, den habe ich erlebt, dazu mache ich ein eigenes Video noch. Dann wurde auch viel wieder über die Polizei geredet und da ging es dann eigentlich nur darum, wie die Polizei die Journalisten schützt. Schauen Sie sich hier meine Frage an. Thema? Ja. Und wenn man sich jetzt die Behörden vor Ort und alles, um die Pressefreiheit zu gewährleisten, ich habe gestern genau den gegenteiligen Eindruck erhalten, ist auch dokumentiert auf Video, das war auch schon bei vorherigen Demonstrationen. So, man macht sich als Journalist schon Sorgen, ob man eine Eishockey-Uniform, Torhüter-Uniform anziehen soll für den Schutz. Warum ist das jedes Mal, heißt es hier dann, die örtlichen Behörden sind zuständig, wenn sie die Pressefreiheit weiterteilen? Warum wird dann so etwas nicht mal erwähnt? Danke. Ich kann jetzt Ihre Einschätzung nicht teilen, dass es so etwas nicht erwähnt wird. Wir haben ja hier jetzt schon auch gerade darüber gesprochen. Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen. Und auch Herr Alter hat immer wieder dazu Stellung genommen. Das kann er vielleicht heute von hier aus heute nochmal machen. Ja, also ich kann es nur wiederholen. Wir haben ja diese Szenen im Zusammenhang mit diesen Querdenker-Demos häufiger erlebt. Und die Polizeiführung in den jeweiligen Einsätzen hat darauf auch reagiert. Sie erinnern sich, wir haben Anfang des Jahres deutlich gemacht, dass der Umstand, Journalisten bei ihrer Arbeit zu schützen, in die Einsatzkonzepte mit eingebunden werden muss. Das ist ein wichtiges Ziel und wir erleben an vielen Stellen bundesweit bei den Polizeieinsätzen, dass das genau geschieht. Das geschieht auf unterschiedliche Weise. Da gibt es dann besondere Zonen, wo sich Journalisten auch zurückziehen können im Fall einer Dynamik oder einer Eskalation der Lage. Aber wir haben auch immer deutlich gemacht, dass ein solcher Polizeieinsatz unter keinen Umständen eine Individualbetreuung jedes einzelnen Journalisten gewährleisten kann. Das ist einfach schlicht nicht möglich anhand des Kräfteansatzes. Und was Sie in Ihrer Frage angedeutet haben, muss man eben auch noch mal differenziert betrachten, dass Journalisten die Möglichkeit haben, in einem solchen Einsatz unter behördliche Obhut zu kommen, wenn sie Schutz brauchen und sich bedroht fühlen, dass die Polizei dann zur Verfügung steht, ist das eine. Das andere ist es, wenn Polizei beispielsweise Bereiche räumt, weil sie der Auffassung ist, um eine weitere Dynamik oder Eskalation der Lage zu verhindern, muss ein Bereich freigemacht werden, geräumt werden von allen Personen, die sich da aufhalten. Und wenn Sie dort zugegen sind und sehen eine Polizeikette auf sich zukommen, dann müssen Sie auch damit rechnen, dass Ihnen beim Verlassen des Bereiches geholfen wird. Das ist eine ganz normale Realität in einem Polizeieinsatz, auch bei Fußballeinsätzen im Übrigen. Ja, und da habe ich dann auch verstanden, dass es keinen Sinn macht, eine Nachfrage zu stellen. Also ich wurde begleitet, oder wie war dieses Wort, was da gesagt wurde, man hilft einem da heraus. Und schauen Sie sich 8 Minuten das Video an, da schneide ich jetzt ein bisschen was rein. Schauen Sie mal, wie die Polizei Journalisten hilft, Plätze zu verlassen. Ja, was? Ich darf ja hier wohl noch aufnehmen. Warum schubsen Sie mich? Ich habe den Abstand 1,5 Meter. Warum schubsen Sie mich? Ich bin 1,5 Meter weg. Ich stand überhaupt nicht im Weg. Ich laufe rückwärts. Hier auch wieder, schauen Sie diese brutale Qualität. Was heißt, geh nach Hause? Ich mache hier genauso meine Arbeit. Au! Ich mache genauso meine Arbeit. Ich habe den Presseausweis gut sichtbar. Ich muss nicht weitergehen. Ich sehe Sie ihn, dann gehe ich jetzt hinter, ja? Ich hab's doch gerade mit. Au! Ich hab's doch gerade mit. Au! Au! Und ich muss wirklich sagen, also das ist hier ein sehr unentspanntes Arbeiten, wenn man sieht. Warum? Nein, ich bin auf dem Gehweg. Ich darf auch. Warum schlagen Sie mich? Ich hab hier, da ist überhaupt keine Behinderung. Nein, Sie wollen verhindern, dass ich filme. Wieso? Schauen Sie mal, wo ich hier. Er stoßt mich auf die Straße, die Nummer 92030, obwohl das gefährlich ist. Also man muss normal von der Straße runter. Das ist also eklatante. Das hat nichts mehr mit Polizeiarbeit in einem Rechtsstaat zu tun. Ja, das ist Zynismus, wie ich ihn in einer Demokratie ganz offen gestanden nie erwartet hätte. Und auch dabei Querdenken bei den Demos am Sonntag waren wieder die Rollen sehr klar hier verteilt in der Bundespressekonferenz. Man hatte den Eindruck, den Kollegen war das nicht streng genug und die Polizei nicht hart genug. Für mich ist das schwer zu verstehen, muss ich sagen.
habe ja den Journalismus noch in den 90er Jahren gelernt, hat das alles umgekehrt. Hat man sich über Polizeigewalt echauffiert und nicht über diejenigen, die gegen die Regierung demonstrieren, sich alles voll gedreht. Aber es hat auch mit dieser massiven Hetze zu tun, mit diesem Framing. Alles böse, böse Rechtsradikale und Rechtsextreme, die die Regierung kritisieren. Das war in der DDR so, das war in der Sowjetunion so. Und jetzt unter Angela Merkel ist es in der Bundesrepublik Deutschland so. Historikern sehr vertraut, nur viele hier kennen es eben nicht und gehen dem auf den Leim. Dann ging es wieder um das Thema Afghanistan. Also wenn man hier auf der Demo, da ist jetzt sogar ein Demonstrant danach gestorben, nach der Festnahme. Aber bei uns ist immer Afghanistan das Dauerthema. Und der Kollege Jung meinte dann wieder mit etwas Empörung in der Stimme, wie könne man Menschen dorthin abschieben, wo es dort doch so schlecht ist. Ich hätte ja am liebsten wieder diese Frage gestellt, aber es bringt ja nichts. In Afghanistan leben 38 Millionen Menschen, Frauen, Schwangere, Kinder. Und warum kann man Straftäter, die hier eine Gefährdung sind, und nur um die geht es, geht nicht um normale Asylsuchende, es geht um Straftäter, die hier etwas gemacht haben und im Normalfall auch schwere Straftaten, dass man die nicht abschieben kann, dahin, wo Frauen, Kinder und alle die leben, das geht in meinen Verstand nicht rein, diese Logik. Hier, nach dieser Logik müssten wir dann 38 Millionen Afghanen sofort hierher holen, denn wenn die Straftäter, wenn denen das unzumutbar ist, dann ist es doch einer normalen afghanischen Frau und einem normalen afghanischen Kind und einer normalen afghanischen Seniorin umso unzumutbarer. Meine Logik ist hier überfordert. Vielleicht können Sie das besser verstehen als ich. Das war's für heute. Grüße aus der Hauptstadt, die ich heute Abend wieder verlassen werde. Wenn ich nochmal kurz ins Ausland gehe. Alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Was habe ich vergessen? Die Videos, schauen Sie rein auf der Seite. Viele Infos über die Demonstrationen, auch sehr empfehlenswert, die Videozusammenschnitte. Und ganz absurd, YouTube hat meinen Zusammenschnitt von 10 Minuten von der Berliner Polizeigewalt unter eine Altersbeschränkung gesetzt, weil laut YouTube diese Szenen nicht jugendfrei sind. Also laut YouTube ist das Verhalten der Berliner Polizei nicht jugendfrei. Sie müssen hart gesotten sein, wenn Sie es anschauen, aber ich empfehle es Ihnen trotzdem. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und als kurzes Backstage hier noch, das ist kein Witz, aber das ist immer eine Erklärung und die kam mir nach gestern wieder in dem Sinn, nachdem ich das alles erlebt habe. Die Deutschen verwechseln ja so oft Zynismus und Sarkasmus, die Russen verwechseln das nicht. Und man wirft Leuten Sarkasmus vor, dabei ist Sarkasmus was Wunderbares, der Zynismus ist das Schlechte. Und das schöne Beispiel, der Unterschied zwischen beiden, wenn ich am Boden liege und und jemand mir in den Mund schlägt, mir einen Fausthieb ins Gesicht gibt, wenn er dann sagt, das macht dir doch Spaß, das ist Zynismus. Wenn ich dann sage, als Opfer, das macht mir Spaß, dann ist es Sarkasmus. Der Sarkasmus ist die Notwehr der Geschundenen. Das war's für heute. Alles Gute. Danke. Ciao.